liebe Enduro.de Zuschauer, wir sind wieder bei unserer Rubrik Tipps und Tricks und diesmal haben wir eine große Auswahl an Helmen hier stehen. Und zwar wollte ich euch mal ein paar Tipps geben, was muss man beachten, wenn man sich einen Helm kauft. Es gibt ja Helme von 100 Euro bis 500 und weit über 500, 600 oder 700 Euro. Speziell mal nur die Offroad-Helme. Tipps geben, wo man drauf achten sollte, wenn man sich einen Helm kauft und was es für verschiedene Sachen gibt, wo man vielleicht drauf bedenken sollte, wegen der Aspekt Sicherheit, Tragekomfort, Verschluss oder auch vielleicht Helmausschnitt. Da gebe ich euch mal ein paar kleine Tipps dazu. Und als allererstes fangen wir mal an mit der Helmform. Es gibt sehr viele neue modische Helme, die viele Applikationen dran haben, beziehungsweise Spoiler in der Helmschale mit integriert haben oder eine größere Auflagefläche bieten, vielleicht für den Neckbrace, wo man im Prinzip den Helm, wenn man den so seitlich aufs Neckbrace aufsetzt, nicht so eine schmale Auflage hat, sondern eine breitere Auflagefläche hat im Endeffekt. Das hat zum Beispiel mal hier der Helm, hat im Prinzip hier im hinteren Teil eine Auflagefläche für den Neckbrace extra und auch die Seiten sind ein bisschen weiter rausgezogen, dass man seitlich, wenn man da auf das Neckbrace auftrifft, dann eine größere Auflagefläche hat. Das wäre bei dem Helm das Beispiel. Dann haben wir, wenn ihr mal grob beachtet, Helme sind modisch, sind stylisch, haben eine coole Form, aber man sollte eigentlich auf einen Helm drauf achten, der eher rund gehalten ist von der Basis her. Also das bedeutet, ich nehme mal als Beispiel den Arai-Helm, der hat eine runde Schale und hat hier oben nur solche leichte Plastikapplikationen. Wenn man jetzt stürzen sollte, fliegen die einfach weg. Man sieht hier schon die leichten Risse drin in den Applikationen. Also die sind sehr, die zerbrechen sehr leicht. Und wenn man jetzt hier drauf fällt, würden die sofort zerfliegen. Aber die Schale an sich, die deinen Kopf schützt, bleibt stabil. Und es hat noch den Vorteil, wenn die Schale keine Kante aufweist und du schlägst es irgendwo auf einem Stein oder was, dann bleibt der Helm nicht fest sitzen, sondern rollt dann immer über das, über den Stein dann drüber und somit ist der erste Einschlag nicht so stark, beziehungsweise kann der Helm dann immer ein bisschen drüber rutschen. Da vielleicht mal dran denken, dass er da einen Helm mit raussucht, der wirklich ein bisschen mehr rund gestaltet ist und nicht zu eckig. Ja. Dann haben wir, was sehr wichtig ist bei den Helmen, es werden teilweise sehr leichte Helme, gibt es auf dem Markt, die weit unter 1 Kilo wiegen, zum Beispiel auch mal der von Kevlon, da wiegt jetzt mal nur 920 Gramm, ist zwar sehr leicht, aber ist natürlich vom Material her auch nicht ganz so viel wie bei einem anderen Helm vielleicht, aber jetzt haben wir hier mal hier eine Carbonhülle, die trotzdem sehr gut eine Stabilität aufweist und auch stabil ist. Es gibt auch Helme, die weit über 1000 Gramm sind. Teilweise in Amerika ist ja so, dass auch eine gewisse Voraussetzung vom Gewicht gegeben sein muss. Da muss, glaube ich, über 1 Kilo Mindestgewicht sein. In Europa sind teilweise verschiedene Helme auch unter 1 Kilo zugelassen. Es ist im Endeffekt so, wenn man weniger Material verwendet, ist es dann immer an der Stabilität beschränkt. Also man hat verschiedene Punkte, die bei den Tests durchgeführt werden. Wo sind die Angriffspunkte, wo der Helm eine gewisse Stabilität anhalten oder aushalten muss. Und wenn dann an den anderen Stellen ein bisschen Material weggenommen wird, wird dann im Endeffekt wieder am Gewicht gespart. Dadurch. So, als nächstes habe ich noch verschiedene Helme mit verschiedenen Verschlüssen. Fangen wir mal bei den ganz normalen Doppel-D-Ring-Verschluss an, was die meisten wahrscheinlich unter euch kennen. Und zwar sind das nur die zwei Ringe. Diese zwei Metallringe sind an der Schlaufe befestigt. Und gegenüber gibt es die andere Kunststoffschlaufe, um den Helm dann zu verschließen, fährt man einmal komplett durch beide Schlaufen durch und dann nimmt man die Schlaufen auseinander und führt die Kunststoffschlaufe wieder zurück. Und so ist der Helm erstmal fest. Man sollte das zusätzlich noch an dem Klett bzw. an dem Druckverschluss verschließen und so ist der Helm fest und kann nicht gelöst werden. Ist natürlich ein bisschen mehr eine Friemelei, ein bisschen aufwendiger, den zu verschließen und wieder zu öffnen. Aber wenn man das einmal im Gefühl hat,
funktioniert es eigentlich auch. Ist auch ein bisschen schwierig, wenn man Handschuhe hat, das Ganze ein bisschen umzusetzen, aber übt das mal und verschließt es auch. Ich sehe ab und zu Leute, die einfach aus Bequemlichkeit den Helm nur aufsetzen und das Ganze nicht verschließen. Ist ein großer Sicherheitsaspekt, wenn das hier offen ist und ihr stürzt doch mal, kann der Helm natürlich viel leichter vom Kopf runtergezogen werden, als wenn er verschlossen ist und am Helm, am Kinn fest halten kann. So, dann gibt als nächstes noch ganz neu jetzt von Klim einen Magnetverschluss. Der hat im Prinzip hier nur einen Magneten integriert, der einfach nur aufgesetzt wird und schon ist der Helm verschlossen. Der Helm ist auch zugelassen, also bietet auch den fordert auch den Sicherheitsaspekt, wie es gefordert wird. Ich habe es jetzt schon häufig aufgehabt, den Helm, und habe auch mit vielen Erschütterungen bin ich unterwegs gewesen, also Steinfeldern und Sprünge und alles. Und der Helm war fest verschlossen, dass sich nicht selbstständig irgendwie öffnen. Also es funktioniert, das System. Ja, dadurch, dass immer der Druck nach unten gegeben ist, kann auch nichts geöffnet werden. Ja. Wie gesagt, ganz einfach zum Öffnen, hier über der roten Schlaufe ziehen und zum Verschließen einfach wieder ranhalten, den Magneten, und da verschließt sich dann wieder selbstständig. Ist natürlich sehr unkompliziert, sehr einfach vonstatten. Dann gibt es noch andere Möglichkeiten über so einen Ratschenverschluss. Das, ihr kennt es wahrscheinlich vom Skistiefel oder von anderen Verschlüssen, die ähnlich sind. Da hast du einfach so eine geriffelte Oberfläche, die man hier in den Verschluss reinsetzt, und dann hält der Helm auch fest. Ist auch relativ einfach, ohne großartige Anstrengungen kann man den öffnen und schließen. Einfach über die rote Schlaufe hier auch wieder öffnen, einsetzen, ist wieder geschlossen das Ganze. So, also definitiv auch die Helme immer verschließen, wenn ihr sie aufgesetzt habt. Das ist wichtig. So, dann das nächste. Kommen wir nochmal zurück zu dem Gewicht bzw. zur Passform und worum man drauf achten sollte. Ich persönlich bin sehr oft sehr lange mit dem Motorrad unterwegs. Das geht auch manchmal so 6 bis 8 Stunden am Tag, wo ich auf dem Motorrad sitze. Und da ist es natürlich wichtig, dass ein Helm gut passt, dass er eine gute Passform hat. Das bedeutet, ich suche mal einen Helm raus, der auf dem Kopf gut drauf sitzt, alles gut verschließt, nicht zu eng alles zusammenschnürt, sondern dass du noch locker sprechen kannst, dass du vielleicht auch mal was trinken kannst oder vielleicht mal was Kleines essen kannst, ohne dass er dir hier auf die Wangen drauf beißt. Beziehungsweise sollte der Helm auch so fest sitzen, wenn du ihn verschlossen hast, ich setze dann auch gleich mal noch einen auf als Beispiel, wenn du ihn verschlossen hast und den Helm mal nach links und rechts bewegst, sollte der mit dem Kopf immer mitgehen und nicht dann so sich nachbewegen und dann zu viel Luft drin haben. Auch wichtig ist, wenn du den Helm aufprobierst, da sollte noch so viel Luft sein zwischen Stirn und zwischen Helm, dass hier oben noch mindestens ein Finger reingeht. Also dass er nicht zu stark hier oben auf dem Kopf drauf sitzt, weil das kann dazu beitragen, dass du eventuell Kopfschmerzen bekommst. Wichtig ist auch ein gut ausbalancierter Helm vom Gewicht her. Also das hintere Teil, was auf dem Kopf drauf sitzt, im Verhältnis zu dem vorderen Teil, sollte gut ausbalanciert sein. Es nützt dir nichts, wenn vorne das ganze Gewicht drauf hängt oder hinten und dir den Kopf ständig in eine Richtung zieht. Gerade mit dem längeren Fahren merkst du das auch ruckzuck, dass dann der Nacken wehtut bzw. auch Kopfschmerzen beginnen. Deswegen dann auch mal schauen, dass du dir einen Helm suchen kannst, der wirklich sehr gut ausbalanciert ist. Man kann das gut üben oder überprüfen, indem du mal einfach eine Hand oder einen Finger hier oben in die Mitte reinsetzt. Und dann sollte der Helm gut ausbalanciert vorne und hinten und nicht auf einer Seite weiter runterfallen, sollte der im Prinzip da sein, dastehen. Ich zeige euch mal noch, wie er im Prinzip von der Passform her sein sollte. Der Klim passt bei mir sehr gut. Von der Passform her, das ist jetzt die M-Größe. Ich habe jetzt hier, es liegt zwar an den Wangen an, aber ich kann trotzdem locker sprechen. Ist nicht unangenehm hier an den Wangenseiten. Und er hat eine gute gut ausbalanciertes Gewicht, was wirklich optimal ist. Der Verschluss lässt sich sehr leicht einfach verschließen. Und man hat hier oben noch die Möglichkeit, einen Finger zwischen Helm und zwischen deine Stirn mit reinzustecken. Also ist auch nicht zu eng hier oben vom Kopf her, von der Stirnseite her. Okay. Dann noch was, man hat auch bei den verschiedenen Helmen das Mundstück ist etwas näher dran bei manchen und bei manchen etwas weiter weg.
Ich habe lieber die Vorlieben, dass das Mundstück etwas weiter weg ist, dass wenn man doch mal dazu kommt, dass man das Motorrad mal schieben muss und das wird ein bisschen anstrengender und man hat das Mundstück zu nah dran, dann bekommt man zu wenig Luft und wenn man es ein bisschen weiter weg ist, hat man einfach ein bisschen mehr Atemluft zur Verfügung und das ist einfach angenehmer im Endeffekt. Allgemein Belüftung und Luft gibt es auch sehr viele verschiedene Systeme oder verschiedene ja, Technologien, wie man das genug Luft zu deinem Kopf drauf bringt. Und zwar hier bei dem Klimmmal als Beispiel, man sieht sehr gut, dass hier oben überall noch Lüftungslöcher sind. Die gehen unter das Helmpolster und genügend auf den Kopf drauf. Hier hast du innen drin, sieht man auch sehr gut genug Öffnungen, wo das auf den Kopf drauf treffen kann und deinen Kopf dann im Prinzip genügend kühlt. Du hast auch hier oben genügend Lüftungslöcher, wie auch hier hinten zum Austritt wieder. Und da ist eine gute Zirkulation. Hier unten sieht das auch noch unter der Helmschale oder über der Helmschale unter dem Polster, wie dann die Luft austreten kann. Also es ist ein Helm, der wirklich sehr gut belüftet ist und deinen Kopf auch bei großen Anstrengungen eigentlich mit kühl hält. Ja, dann haben wir noch einen kleinen Hinweis, wenn man häufig unterwegs ist, gerade mit verschiedenen Sonnenständen bis zum Abend reinfährt oder auch mal im Regen fährt, ist es noch entscheidend, dass das Helmschild sich selber, nicht selber, sondern während der Fahrt noch gut verstellen lässt. Also hier hat man die Möglichkeit, zum Beispiel bei dem Bellhelm über einfach sogar mit den Handschuhen einfach die Schraube kann man hier über den kleinen Clip ein bisschen rüber nehmen und kann die dann etwas lösen und kann dann das Helmschild in der Höhe variieren. Festdrehen wieder zumachen und schon ist das Helmschild wieder fest. Das ist wirklich angebracht, auch mit einem Handschuh sollte man das machen können und auch während der Fahrt mit einer Hand. Es nützt nichts, wenn du einen Schraubenverschluss hast, der vielleicht zu straff funktioniert und du kommst da nicht richtig runter mit der Hand oder du kannst nicht die Schraube lösen, ne? Und dann hast du natürlich das Problem während dem Fahren, dass du das Helmschild da nicht variieren kannst. Du musst extra anhalten, ne? Um das Helmschild wieder etwas locker zu machen. Vielleicht achtet auch damit drauf, dass das passend ist. Dann noch was zum Helmausschnitt. Der sollte auch nicht zu klein sein. Es sollte immer passend zu deiner Brille, die du trägst, sein. Also es gibt ja auch sehr, sehr viele verschiedene Brillen. Wir machen dazu auch noch ein kleines Video mit. Der Helmausschnitt ist ja beschränkt und die Brille sollte genau drauf passen. Wenn du jetzt den Helm aufhast, sollte die Brille nicht nur auf dem Gesicht aufliegen, sondern im Prinzip auf dem Helm aufliegen und ein bisschen ganz leicht am Gesicht ringsherum abschließen und nicht zu viel Druck aufs Gesicht ausüben. Es gibt ja auch verschiedene Brillen, die für Brillenträger geeignet sind. Und die sind relativ groß und klobig, deswegen wählt dann euren Helm so, dass der Helmausschnitt groß genug ist. Auch hier vorne zwischen dem Protektor oder zwischen dem Helmvorderteil und zwischen Brille sollte auch noch etwas Luft zur Verfügung sein, dass es nicht zu nah hier drauf drängt. Gerade die Brillen, die hier nach vorne den Nasenschutz mit drauf haben, die hängen dann hier vorne an und das kann auch störend wirken, beziehungsweise kriegst du hier auch dann zu wenig Luft, was unangenehm sein kann. Ja, darauf mit achten, ne, dass ihr im Prinzip die passende Brille für euren Helm habt. Ja, so wie ich es euch gerade beschrieben habe. Okay, wenn ihr noch Fragen mal zu ein paar Helmen habt, einfach im Kommentar drunter die Fragen stellen und wir werden euch dann darauf eine Antwort geben. Aber ansonsten soll es erstmal für diese Ausgabe gewesen sein. Bis bald wieder bei Tipps und Tricks auf enduro.de.